Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Jawohl, und ja, dann gucken wir mal. Letztes Mal haben wir hier unsere erste Spawn-Etage fertiggestellt. Die Frage ist natürlich... Moment, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen, die geht gerade gar nicht. Das pocht gerade ein bisschen sehr auf meinem Ohr. So. So müsste es gehen, okay. Die Frage ist, was machen wir jetzt in der Aufnahme? Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht schon wieder etwas weiter nach unten gehen. Das heißt, ich müsste das erstmal kurz ein bisschen abgrenzen hier. Und zwar würde das dann genau so hier sein. Genau an der Stelle hier, der Rand. Und allgemein bin ich noch am Überlegen, ob ich sie vielleicht noch etwas größer mache hier unten. Das ist natürlich dann die Frage, ob das hier reicht, dass da die Monster runterfallen. Aber ich glaube, ein Dreierabstand müsste reichen. So, jetzt gucke ich mal, wie mache ich das? Das heißt, wir müssten das hier ja alles abtragen. Das mache ich auch gleich erstmal hier. Damit wir sehen, wo wir denn jetzt dann nach unten gehen müssen. Bloß nicht den Spawner abtragen, das wäre eine ganz schlechte Idee. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier wegmachen muss. Das hier könnte ja eigentlich bleiben. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Weil wenn das hier bleibt... So sieht das ja jetzt doof aus irgendwie. Finde ich zumindest. Weiß nicht, wie ihr das seht. Auf jeden Fall hätten wir dann hier mehr Platz, wo die Monster runterfallen könnten. Okay, ich mache das erstmal so. Und bevor ich mich natürlich nach unten grabe, muss ich mir noch ein paar Leitern machen, damit ich auch wieder nach oben komme. Weil sonst habe ich nämlich ein ziemliches Problem. Und das heißt, ich brauche Stickies erstmal. Nein! Nein! Das wollte ich doch. Okay, ich habe jetzt 58 Stickies. Ich mache einfach mal jetzt hier... Ja, ich glaube, 70 Leitern sollten genügen. Und dann würde ich sagen... Geht's los mit nach unten graben. Und das machen wir jetzt Fläche für Fläche. Wie viel Platz habe ich denn im Inventar? Ach, das ärgert mich jetzt, dass ich hier Spitzhacken gemacht habe. Komm, da wollen wir die auch gleich verbraten. Damit kriegen wir das Inventar wenigstens leer. Holz haben wir ja massig dabei, das ist ja schön. Das können wir uns also ein paar Trüchen machen. So, na, Erde nicht. Das da wollte ich. So. Und dann geht's weiter los mit Buddeln. Ich weiß, das ist jetzt sehr extrem spannend, dass ich hier mit einer Holzspitzhacke rangehe. Dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger, aber dafür kriegt man das Inventar auch hoffentlich leer. Und das sieht ja schon wieder relativ sehr toll aus hier, dass da unten gleich eine Höhle angrenzt. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ach, herrje, herrje, herrje. Jetzt habe ich gerade ein bisschen so wie Donald Duck angehört mit dem Krrrr. So, für das Eisen brauche ich eine Eisenspitzhacke. So, dann nehmen wir wieder die Holzspitzhacke. Der Schacht wird schon sehr riesig, wenn ich das so hier abbaue. Aber was muss, das muss. Die Monster müssen ja auch durchpassen. Und ich, Idiot, habe mir natürlich wieder keine Themen überlegt. Ich könnte die Krise kriegen. Nun, was gibt's denn so? Was könnte ich immer so sagen? Also hier, bei mir liegt mittlerweile schon extrem viel Schnee. Hätte mich auch beinahe auf die Schnauze gepackt, gestern oder vor ein paar Tagen. Weil die natürlich so schlau waren und den Schnee nicht geräumt haben. Ja, das passiert. Aber mir ist zum Glück nichts passiert. Ich habe mir weder die Hand gebrochen, noch ein Bein. Na gut, ein Bein wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, da könnte ich ja trotzdem noch... sitzen und Folgen aufnehmen. Aber eine Hand brechen wäre nicht so toll. Da könnte ich natürlich
den Controller nicht mehr halten oder die Maus, je nachdem, wo ich denn zocke. Aber in letzter Zeit ist es ja eher der Controller. Und ja. Wäre nicht so praktisch gewesen. Ja, und ihr habt ja bestimmt auch gesehen, im Moment ist relativ los bei mir auf dem Kanal. Ich glaube, so 8 Videos sind im Moment am Tag. Das wird natürlich jetzt dann demnächst auch sich ein bisschen vermindern, da ich über die Feiertage natürlich wegfahre. Also Besuch erstatte. Bei gewissen Leuten, zum Beispiel der Verwandtschaft. Und da habe ich natürlich jetzt nicht so die Zeit, jetzt 8 Folgen jeden Tag rauszuhauen. Ich meine, das sind ja insgesamt, wenn ich gucke, die 9 Folgen, die jetzt in der besten Qualität sind, die ich bekomme, also 1080p, die brauchen natürlich schon mal eine 3,5 Stunden Upload-Zeit. Und wenn ich davon jetzt, sagen wir mal, 4 Videos hätte, würde ich dann insgesamt auf eine Upload-Zeit von 12 Stunden kommen. Ne, und das muss ich natürlich hochladen, während ich jetzt zum Beispiel an der Uni bin oder einkaufen bin. Da läuft halt der Rechner zu Hause und lädt die Folgen derweil hoch. Und ja, das ist dann halt eigentlich fast ein ganzer Tag, wo ich Folgen hochlade. Und dann muss ich dann natürlich noch die Tags neu machen und die Thumbnails muss ich ja auch extra noch selber neu hochladen. Und natürlich dann auch noch in diversen Foren posten, dass die Folgen oben sind. Und ja, es ist sozusagen ein Fulltime-Job, den ich im Moment habe. Und drum muss ich dann jetzt auch demnächst irgendwann die Folgen ein bisschen eingrenzen, die ich am Tag hochlade. Aber ich sag's mal so, es wird dann pro Tag, also es werden schon noch 4 Folgen pro Tag kommen. Das mit 12 Stunden hochladen, das geht ja noch, aber ich kann jetzt halt dann nicht 6 Spiele oder so jeden Tag hochladen. Das geht einfach nicht. Dann werde ich mich dann immer auf 4 Spiele begrenzen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich gehe mal davon aus, ihr seid ja eine verständliche Community, beziehungsweise eine verständnisvolle Community. Und von dem her sehe ich da keine Probleme. Und die Qualität ist natürlich auch höher von den Videos. Das muss man natürlich auch dann sehen. Die Quantität wird zwar weniger, aber dafür wird die Qualität höher. Das darf man nicht vergessen. Nun ja. Hätte ich das soweit schon mal alles gesagt, da habe ich jetzt schon mal wieder 7 Minuten sinnloses Zeug erzählt, was dich überhaupt nicht interessiert. Ja, Plätzchen backen wollte ich auch mal demnächst machen. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt hinkriege mit Plätzchen backen. Ich habe mir da ja schon mal so ein feines Rezept rausgesucht. Die Firma kann ich jetzt leider nicht erwähnen. Von welcher das ist, ist auf jeden Fall von einem Doktor. So viel kann ich ja sagen, aber den Namen von dem Doktor sage ich jetzt nicht. Naja, Plätzchen backen. Weiß nicht, gibt's da jemanden, der irgendwie Tipps hat für Plätzchen backen? Wäre ich auf jeden Fall für offen. Und würde mich freuen, wenn jemand mir da Tipps geben würde für Plätzchen backen. Also ich weiß zumindest, dass man da halt, wie heißt's, Margarine braucht und ein bisschen Mehl. Und Backpulver natürlich. Und je nachdem Geschmacksrichtung, ob mir jetzt Vanille, Zucker oder Vanille-Zeugs nimmt, das muss man selbst entscheiden, was man da am besten möchte. Das Problem ist halt, ich habe halt immer gedacht, man braucht Milch für Plätzchen. Aber na, laut dem Rezept, was ich habe, braucht man gar keine Milch und Eier. Da braucht man bloß Margarine und Mehl und das Backpulver. Was für mich eigentlich ein bisschen unverständlich ist, weil ich dachte, für Plätzchen, also für den Teig braucht man doch eigentlich Milch. Ist eigentlich bei jedem Teig so, ist ja auch bei Kuchenteig so, dass man da Milch braucht. Dachte ich jedenfalls immer, also. Ich habe bis jetzt Kuchen immer nur mit Milch und Eiern gebacken. Aber dass man das bei Plätzchen nicht braucht, das verwundert mich eigentlich. Naja, man lernt nie aus. So wie ich nie auslerne mit Plätzchen backen und Kuchen backen und, naja, Brot habe ich noch nicht gebacken, aber würde ich ja auch gerne mal ausprobieren. Weiß nicht, gibt's denn von euch welche, die überhaupt noch so zu Weihnachten gerne backen? Plätzchen oder sowas? Oder kauft ihr die Plätzchen lieber aus dem Supermarkt?
Also ich bin ja eher so einer, wenn ich zu Weihnachten was naschen möchte, sag mir jetzt an Plätzchen, ich halte mich jetzt einfach mal an den Plätzchen fest, weil ich es damit einfach so angefangen habe mit diesem Thema, dann möchte ich natürlich auch die selbst gebacken haben. Also die gekauften auf dem Supermarkt, die sind zwar ganz schön, kann man als Notlösung nehmen, aber die sind natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig lecker wie selbst gebacken. Und dann gibt's die natürlich auch nicht in den super Geschmacksrichtungen, die man gerne hätte. Und ja, da muss man halt schauen. Obwohl ich jetzt auch nicht so der Backprofi bin. Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt Plätzchen backen würde, wäre es das erste Mal oder zweite Mal, dass ich Plätzchen backe. Ich habe noch nicht mal Ausstechformen. Was? Du hast keine Ausstechformen und willst Plätzchen backen? Das geht ja gar nicht. Und ob das geht? Wozu hat man denn Hände und ein Messer zum Ausschnibbeln, sage ich mal? So ein Creeper-Plätzchen. Das wäre doch mal was. Plätzchen in Creeper-Form. Am besten dann noch mit grüner Lebensmittelfarbe und dann mache ich mir einen ganzen Sack voll Creeper-Plätzchen. Mit dem bombastischen Geschmack. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so lustig, aber naja, irgendwie muss ich ja hier Commentaries machen zu meinen Videos. Okay, wir hätten jetzt zum Beispiel, ich bin hier gerade am Überlegen, wie hoch ich denn jetzt den Abstand der jeweiligen Decke mache zu den jeweiligen Spawn-Etagen. Wenn ich jetzt zwei mache, hätten wir hier eins, zwei, da wäre hier die zwei, dann geht hier die Etage los. Eins, zwei, drei. Gut, dann würde hier der Wasserlauf sein. Dann hätten wir hier 1, 2, dann würde hier die nächste, hier unten die nächste Etage kommen. Das wird natürlich massig werden. Ich glaube, ich werde einen Dreierabstand machen. Das heißt, es würde dann hier, da ist der Wasserlauf. 1, 2, 3. Dann geht hier die nächste Etage los. Hier. So, und dann würde das hier 1, 2, 1, 2, dann wäre hier die nächste. Ich deute das jetzt einfach mal so an, damit ich weiß, wo ich dann graben muss. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Schacht bis nach unten. Und dann. Na, das ist natürlich blöd. Ah nee, das hier kommt ja eh alles raus. Ja, ich bin ja. Habe ich gerade vergessen, dass das ja eh alles rauskommt. Und dann kommt hier 1, 2, 3. Dann einmal die Schaufel. So. Hätten wir das hier schon mal gebaut. Und dann kommt natürlich hier noch eine Etage hin. Also hier. Das ist natürlich blöd, dass da hinten jetzt eine Höhle ist, aber naja. Kann ich jetzt nicht ändern. Hier kann ich schon mal Steine anbauen. Passt das jetzt so? Das müssten jetzt drei sein. Jawohl, das sind drei. Dann mache ich das hier schon mal ordentlich soweit. Na, so. Zack, zack, so. So würde es dann hier aussehen. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir denn überhaupt noch Spitzhacken? Ja, eine haben wir dann noch dabei. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir uns weiter. Hat super funktioniert. Verdammt, jetzt müssen hier unten auch noch überall Höhlen sein. Das passt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Aber naja, was will ich machen? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. So. Aber wenn man hier anguckt, wir sind schon hier ziemlich tief drinne. Oh Mann, da habe ich mir ja ein Mammutprojekt vorgenommen. Ob ich das alles noch schaffe in diesem Jahr, also die Monsterfalle fertigstellen in diesem Jahr, das bezweifle ich im Moment noch ein bisschen. Okay, jetzt kann ich mich ja hier reingraben. Und die Spitzhacke macht, verabschiedet sich auch gleich schon wieder.